Liebe Kinder über 12, mir geht die Zeit aus. Nächste Woche sind schon die Oscars und ich habe nicht mal alle Best Picture-nominierten Filme hier besprochen. Es wird Zeit, dass ich ein wenig aufhole. Denn da fehlen doch die ganzen Dinger, die gar nicht erst ins Kino gekommen sind. Also nicht so wirklich, so für eine Woche oder so. Hier in Gießen und Umgebung sowieso schon mal gar nicht. Netflix will ja unbedingt einen Best Picture Oscar gewinnen. Letztes Jahr mit Roma hätten sie es fast geschafft. Dieses Jahr haben sie sogar zwei Filme im Rennen. Und das eine ist ja nur der neue Martin Scorsese-Film mit Robert De Niro, Joe Pesci und Al Pacino. Und über den rede ich jetzt mal als allererstes. Über The Irishman. Habt ihr ihn schon gesehen? Ein kleines Meisterwerk von 3,5 Stunden Kürze. Scorsese hat wirklich mal wieder alles ausgepackt, was er die letzten Jahrzehnte schon rausgehauen hat. Das Ding ist mehr oder weniger ein Goodfellas 2.0, wenn er mich fragt, aber das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Für alle die, die nicht wissen, worum es geht, ein kurzer Abriss über die Handlung oder besser gesagt über den Plotaufhänger. Robert De Niro spielt den Irishman, einen Iren, der in den 50er Jahren für die Mafia, naja, Fleisch klaut. Also richtig große Fleischbrocken. Dabei wird er erwischt, wird aber von einem guten Anwalt rausgehauen und der wiederum stellt ihm Russell Bufalino vor. Das ist ein, naja, ein größerer Anwalt von so einer, oder ein größeres Mitglied von so einer, auch so von der Mafia-Familie halt. Und der ist halt von Frank Sheeran total beeindruckt und bietet ihm deshalb mehrere Jobs an. Er soll vor allen Dingen, ja, Häuser streichen. Aber jetzt nicht mit Farbe, sondern er soll Leute abknallen, dass das Blut schön spritzt. Und weil er das auch in aller Zufriedenheit erledigt, wird er irgendwann Jimmy Hoffa vorgestellt. Das war mal so ein ganz berühmter Gewerkschaftsführer, der allerdings auch sehr viel Kontakte mit der Mafia hatte und entsprechend eine etwas zwielichtige Person war. Mit dem freundet er sich an. Nur leider fängt dann Jimmy Hoffa irgendwann an, so aus der Reihe zu tanzen, nicht so ganz den Regeln der Mafia zu folgen, wird zu einem Problem und dann wird halt wieder Frank Sheeran gerufen und ihr könnt euch denken, worauf das hinausläuft. Auf ganz viel Blut, ganz viel Gewalt, ganz viel Tote. Wie gesagt, The Irishman. Goodfellas 2.0, wenn ihr mich fragt. Das Ding ist strukturell sehr ähnlich, hat sehr viele Szenen, die mich sehr an Scorseses Klassiker von 1990 erinnert haben. Und deshalb bin ich persönlich auch nicht so ganz mit diesen 10 Oscar-Nominierungen einverstanden. Also nicht, dass dieser Film die jetzt sinnig wert wären, aber ich habe so meine Probleme mit Dinge nochmal zu würdigen, die schon mal gewürdigt wurden. Und gerade Scorseses Regieleistung ist mir halt zu safe. Also aus seiner Sicht, so was er eben für Filme gemacht hat. Ansonsten, das Ding ist für 10 Oscars insgesamt nominiert. Das ist die zweithöchste Menge, die er sich allerdings auch mit mehreren Filmen teilt. Es gab diesmal ziemlich viele Filme, die sehr viele Oscar-Nominierungen abgestaubt haben. Ich ratter die gerade mal so runter. Ich hoffe, dass ich keine vergesse. Der Film ist nominiert für Best Picture, bester Film, Best Director, beste Regie. Zweimal bester Nebendarsteller, einmal Joe Pesci, der den Bufalino spielt, und einmal Al Pacino, der den Jimmy Hoffa spielt. Da haben wir schon mal 4. Best Adapted Screenplay, also bestes adaptiertes Drehbuch. Beste Kostüme. Bestes Szenenbild oder Produktionsdesign. Beste Kamera. Bester Filmschnitt. Und beste visuellen Effekte. Und da fragt man sich natürlich als Laie schon, visuelle Effekte bei einem Scorsese-Film? Nun ja, dazu muss man auch wissen, Scorsese ist eigentlich seit oder nachdem er Gangs of New York, das war so eines seiner Lieblingsprojekte, nachdem er den gedreht hat, war er so ein bisschen deprimiert, weil er so mitbekommen hat, dass so andere Filme ähnlichen Aufwand oder ähnlich aufwendiges
Bild auf Celluloid gebannt hat, ohne allerdings groß jetzt irgendwelche Settings aufzubauen. Da wurde halt vieles in CGI halt nachbearbeitet. Scorsese war davon anscheinend sehr fasziniert, denn er hat dann spätestens auch bei Hugo oder auch bei Wolf of Wall Street ebenfalls ziemlich krass die CGI-Schiene gefahren. Guckt euch mal ein Making-of zu Wolf of Wall Street an, da werdet ihr merken, die halbe Kulisse, die gab es gar nicht, die wurde reingerendert. Bei The Irishman ist das, soweit ich weiß, nicht ganz so hart, aber trotzdem ist dieser Film in der Tat von vorne bis hinten mit Special Effects, denn der Film erzählt halt ein Epos über einen Zeitraum von, na, so um die 50 Jahren. Und der Hauptcharakter wird halt die ganze Zeit von Robert De Niro gespielt. Nur Robert De Niro ist zu dem Zeitpunkt, wo der Film gedreht wurde, da war der Mann auch schon so, lasst mich lügen, 76 Jahre alt. Und da muss der unter anderem einen 30-Jährigen spielen. Und wie haben sie es gemacht? Naja, sie haben ihn halt verjüngt. Mit visuellen Effekten. Und das halt den ganzen Film über. Das gleiche gilt für Joe Pesci, das gleiche gilt für Al Pacino. Und dieses De-Aging, wie es genannt wird, das ist nicht so ganz unumstritten in der Welt der Filmliebhaber. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich finde, es sieht gut genug aus, um es mit einer Nominierung zu würdigen, in der Tat. Denn so etwas auf über 3 Stunden durchzuziehen, das war sicherlich nicht billig. Und das war sicherlich auch nicht so einfach. Das Problem allerdings ist, man sieht es halt trotzdem. Und ich befürchte, dass dieser Film deshalb nicht besonders gut altern wird, weil diese Technologie wird sich sicherlich weiterentwickeln und irgendwann werden wir an einem Punkt sein, wo man den Unterschied halt nicht mehr wirklich wahrnehmen kann. Und dann wird man halt eben Irishman halt noch mehr ansehen, dass er halt eben ein Kind, naja, aus 2019 ist. Und das größte Problem ist eigentlich Robert De Niro selbst. Also bei Joe Pesci und bei Al Pacino finde ich, funktioniert der Effekt hervorragend. Nahezu perfekt. Bei Robert De Niro ist irgendwas nicht ganz richtig. Ja, der, also damit meine ich nicht mal, dass er auch als 30-Jähriger aussieht wie ein, eher ein 50-Jähriger. Das will ich jetzt mal, das will ich mal vernachlässigen, weil es gibt nicht so viele Szenen, wo er den 30-Jährigen spielt, deshalb geschenkt. Die Augen sehen komisch aus. Und was ja bei diesem ganzen, also Irishman ist ja nicht nur bei den Oscars ganz groß nominiert, sondern hat ja vorher schon Golden Globes, BAFTAs, Gildenpreise wie blöd eingefahren. Also Nominierung. Nicht gewonnen. Dazu kommen wir gleich. Nee, und wer wirklich total übergangen wurde, ist Robert De Niro. Obwohl er in fast jeder Minute in diesem Film zu sehen ist und er jetzt auch nicht so schlecht spielt und er eigentlich ein cooler Schauspieler ist, aber trotzdem, der wurde nirgendwo nominiert. Und das könnte an 2 Dingen liegen, meiner Meinung nach. Also zum einen ist halt die Mimik jetzt von ihm relativ eingeschränkt, was aber auch zu dem Charakter passt, den er spielt. Und zum anderen halt das De-Aging. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere, der da wählen durfte, sich gedacht hat, ja, irgendwie gefällt er mir nicht. Und dass das gar nicht mal an Robert De Niro lag, sondern eben an den visuellen Effekten. Aber gut, das ist nur so eine Vermutung von mir. Ja, 10 Nominierungen, da sollte ja eigentlich auch ein Gewinnball rausspringen. Das hat man bei Gangs of New York auch gedacht. Da waren es auch 10 Nominierungen und da kam nichts bei raus. Und es zeichnet sich so langsam ab, dass Irishman das gleiche Schicksal leidet. Denn er hat zwar irgendwie, also man muss also halt wissen, so Oscar-Blogger, ja, wenn die da so Nominierungen sehen oder wenn die so rätseln, welcher Film könnte Best Picture gewinnen oder diese und jede Preise, dann gucken die ja, was ist so in den vergangenen Jahren passiert. Und dann gucken die vor allen Dingen auf die Art der Nominierung. Also bei Best Picture ist es nicht nur von Vorteil, wenn dein Film für das beste Drehbuch und die beste Regie nominiert ist. Nee, es sollte auch bester Filmschnitt dabei sein. Es sollte ein Schauspieler dabei sein. Es sollte auch mindestens ein technischer Award mit dabei sein. Sei das jetzt die Ausstattung oder die Kamera. Wenn du das alles für deinen Film gesammelt hast, dann steigern sich deine Chancen, dass du Best Picture gewinnst. Und in der Hinsicht ist The Irishman kurioserweise der Film, der eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt.
Alle anderen Filme, die jetzt dieses Jahr nominiert sind und die auch im Rennen um Best Picture um den Gewinn auch sind, denen fehlt irgendwas ganz Wichtiges. Nur nicht The Irishman. Ja, The Irishman hat alle Gildennominierungen, die er brauchte. The Irishman war bei den Globes groß. The Irishman hat bei den BAFTAs alles Wichtige. Bei den Oscars, was ich eben gerade alles gesagt habe, auch. Problem ist, er gewinnt nichts. Die gewinnen nichts. Und ich habe persönlich noch gedacht, dass er in der Tat bei visuellen Effekten noch die besten Chancen hat, weil es ja schon eine, ich sag mal, nicht unbedingt innovative Technik ist, aber weil sie halt diese Technik zum ersten Mal in dieser Größe umgesetzt haben. Nur jetzt habe ich ein Argument von so ein paar anderen Oscar-Watchern mir angehört, wo ich dachte, stimmt eigentlich. Das sieht eigentlich nicht so aus, ob Irishman gerade den Oscar gewinnt. Die Schauspieler, die finden die Technik nämlich nicht so dolle. Weil da wurde der Vergleich mit dem Paten gezogen. Stellt euch vor, in den 70er Jahren hätte es diese Technologie schon gegeben. Und Francis Ford Coppola hätte für der Pate 2 nicht Robert De Niro als jungen Corleone gecastet, sondern eben erneut Marlon Brando und hätte ihn halt de-agen lassen und noch Fett absaugen. Keine Ahnung, ja. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Oder worauf das Argument ist, ja nicht meins. Worauf das Argument hinaus will. Und wenn das so wäre, dann hätte Robert De Niro nie diese Leistung vollbracht und wäre nicht dieser, hätte nicht den Oscar gewonnen damals. Gut. Und da, das Problem ist halt, dass die Academy besteht halt zum größten Teil aus Schauspielern. Ja, das sind, glaube ich, inzwischen so 7000 Leute. Und ich müsste jetzt, ich habe vergessen nachzugucken, aber es könnten schon so ein Fünftel bis ein Viertel könnten Schauspieler sein. Also das ist wirklich der größte Block jedenfalls. Die haben also schon was zu sagen. Und ansonsten, es bleibt halt nicht mehr viel übrig. Es ist halt wirklich auch dieser Film. Also bei den anderen Best Picture Nominierten, da gibt es so ein paar Awards, wo ich nicht so sicher bin, welcher Film die gewinnt. Aber ich bin mir relativ sicher, okay, da gibt es jetzt zwei Favoriten. Da gibt es den Platz 1 und Platz 2 und irgendeiner von den beiden wird halt gewinnen. Bei Irishman, der ist fast nirgendwo auf Platz 1, Platz 2 oder Platz 3. Das ist, wenn, geht die Nominierung durch. Ja, Produktionsdesign, Kostüme, Kamera, ist alles unteres Ende. Sogar Filmschnitt von Thelma Schoonmaker. Das ist eine der besten Cutterinnen auf der ganzen weiten Welt. Der Film ist auch gut geschnitten, besonders wenn man denkt, dass er 3,5 Stunden lang ist. Die hat ein paar geile Cuts drin. Er hat ein paar, also der Film wird auch größer als eine Rückblende erzählt. Und immer dann, wenn Robert De Niro eben als alter Mann eben seine Geschichte erzählt und das reingeschnitten, das passt auch immer super, ja. Aber das werden wahrscheinlich, dass der Award wird sich wahrscheinlich zwischen Parasite und Jojo Rabbit ausmachen. Und was haben wir noch? Ja, die beiden Nebendarsteller, Joe Pesci und Al Pacino, sie sind ja eigentlich beide gut, wobei ich gleich sagen muss, Joe Pesci, das ist so, also es gibt alle paar Jahre gibt es mal so eine Schauspielnominierung, die jeder total geil findet und wo auch viele sagen, der müsste eigentlich gewinnen und die ich nicht verstehe. Also ich sehe es nicht. Es war vor ein paar Jahren, war das Willem Dafoe für Florida Project, war auch so ein Fall. Das habe ich nicht gesehen. Also ich will damit nicht sagen, dass ich es nicht verstehe. Also nicht. Also ich glaube denen schon, dass es eine tolle Rolle ist. Aber wenn mir jetzt den Film so gezeigt hätte und man hätte mir jetzt nicht gesagt, dass Joe Pesci da für einen Oscar nominiert wird und für einen Globe und für einen BAFTA und was weiß ich nicht alles, da wäre ich nicht von selbst auf die Idee gekommen. Und bei Al Pacino ist es genau andersrum. Ja, Al Pacino ist für mich so der hat für mich die krasse Rolle, so den mit Showwert, wo auch sein, der hat ja schon so einen leichten Hang zu Overacting, wenn wir mal ehrlich sind, aber da passt super. Und ich denke immer von aus, ich bin halt nicht der Einzige, der so denkt. Und weil eben Pesci und Pacino so nicht nur beide sehr gute Rollen gespielt haben, sondern sehr unterschiedliche Rollen, nehmen die sich gegenseitig Stimmen weg. Und es gibt sowieso einen anderen Favoriten für diesen Preis, den gewinnt auch keiner von den beiden. Regie auch, also wenn Scorsese noch keinen Oscar jetzt hätte, wenn er nicht für Departed einen bekommen hätte, dann wäre er jetzt fällig, aber er hat ja einen.
Das wird sehr männlich werden für 1917. Ja, also ich sehe da wirklich schwarz. Ich sehe da wirklich eine Nullnummer. Und ehrlich gesagt, ich fände es auch fast schon richtig so. Weil das ist, wie gesagt, ein guter Film, aber es ist eben kein Film, der aus meiner Sicht auszeichnungswürdig, nominierungswürdig ja, aber nicht auszeichnungswürdig. Weil auszeichnen sollte man auch Sachen, die irgendetwas Neues gemacht haben. Das einzige wirklich Neue, was dieser Film macht, und das muss ich aber auch in großen Anführungszeichen setzen, neben diesem De-Aging, und da muss ich jetzt spoilern. Spoiler, Spoiler. Das Ende ist krass. Der Film endet ja mehr oder weniger damit, dass also Frank Sheeran in der Tat dann Jimmy Hoffa, mit dem er sich super angefreundet hat, der der Liebling seiner Tochter ist, alles drum und dran, er muss ihn halt töten. Kriegt halt den Job Auftrag dazu, dann muss er halt durch. Und danach kommt er und alle anderen, die kommen und zwar mal in den Knast, aber nicht deswegen, sondern wegen, ich sag mal, Lappalien, ja. Und ich meine, es wird immer wieder im Film eingeblendet, wer jetzt mal so, wer jetzt eines gewaltsamen Todes stirbt. Das wird immer dann in der Regel eingeblendet, wenn diese Figur vorgestellt wird. Dann sieht man so einen kleinen Text, eine Zeitlupe friert ein. Man hört so 60er-Jahre-Musik dazu, so Scorsese halt, ja. Goodfellas eben. Aber Bufalino oder Sheeran zum Beispiel, die sterben in einem hohen Alter einfach. Bufalino sogar im Gefängnis, wird jetzt im Film nicht direkt gezeigt, aber Sheeran, der kommt da dann raus und der landet in einem Altersheim und der verrottet da. Und dieses Verrotten, das ist halt so, das geht so eine gute halbe Stunde. Ja, wir mit dem Pastor nochmal reden, also diese Rückblende, dass er das ganze Zeug da erzählt, das erzählt er dem Pastor, um quasi so sich von seinen Sünden reinzuwaschen und bla 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 bla, ja. Und das zieht sich. Und das meine ich aber in einem positiven Sinne. Also das hat mich nicht gelangweilt, sondern ich fand das faszinierend. Ich fand das war nach dem Motto so, Frank Sheeran, es hat sich für ihn nicht mal gelohnt, einen furiosen Gangster-Tod zu sterben. Nö, der verreckt. Und das auch noch ziemlich vereinsamt. Und das hat Scorsese gut gemacht, das hat Scorsese in dieser Form nicht so gemacht. Am ehesten hat es mich noch so ein bisschen an das Ende von Raging Bull erinnert. Das ist auch so ein Film. Verrottet jetzt der Charakter nicht, aber er ist halt so mehr oder weniger jetzt so der gescheiterte Held. Und hat halt niemanden wirklich mehr. Und ja, deshalb in Anführungszeichen. Aber ansonsten hat der Film mir nichts Neues gegeben. Er ist ein guter Film. Bin froh, dass er ihn gemacht hat. Ich bin auch super Netflix super dankbar, dass sie ihn finanziert haben. Ohne Netflix wird es das vielleicht nicht geben. Denn das verzeihe ich auch, dass so ein Film dann nicht groß in die Kinos kommt, weil sonst wäre er gar nicht da. Ja? Aber da hier, nee, das sollten besser die anderen 8 Filme unter sich ausmachen. Vielleicht zum Abschluss noch. Noch ein interessantes Szenario. Der Best Picture Oscar, der wird ja so ein bisschen anders vergeben wie die anderen Oscars. Das werde ich auch in den anderen Videos gleich nochmal immer wieder erläutern, weil es relativ kompliziert ist. Jeder Preis bei den Oscars wird danach vergeben, wer hat die meisten Stimmen bekommen. Punkt. Best Picture ist es nicht so. Weil Best Picture. Da gibt jeder eine Rangliste, also die wählen dürfen eine Rangliste von 1 bis 9, sofern sie alle 9 Filme gesehen haben, die nominiert sind. Und dann wird halt gezählt, da wird halt sortiert nach dem ersten Platz. Und wenn jetzt ein Film in der Tat 50% aller Erststimmen hat, dann hat er gewonnen. Das wird aber nicht passieren, weil es halt 9 Filme gibt und auch dieses Jahr gibt es sehr viele extrem gute Filme mit einer sehr großen, treuen Fanbasis. Und dann wird halt der Film auf dem 9. Platz, die Stapel, die werden dort genommen, da wird der erste Platz durchgestrichen, weil der Film halt zu wenig Erststimmen hat. Und dann wird auf den 2. Platz geschaut. Und dann wird dieser 2. Platz wie ein erster Platz behandelt, dann werden die Stimmzettel neu verteilt. Und dann geht das Spiel von vorne los. Gibt es 50%? Wenn nicht, dann wieder der Film mit dem 8 größten Stapel.
durchgestrichen, damit guckt, was ist auf Platz, da auf Platz 2 oder sogar auf Platz 3 und so weiter und so fort. Und dieses Preferential Voting nennt sich das, hat halt seine Vor- und seine Nachteile. Es hat seine Vorteile, dass halt nicht einfach irgendein Film gewinnt, der eine innige Fangemeinde hat, aber den alle anderen nicht leiden können. Hat den Nachteil hingegen, dass dadurch eben Filme gewinnen können, die eigentlich gar nicht so viele Erststimmen hatten. Das ist theoretisch möglich. Und deshalb habe ich jetzt auch so eine schöne Theorie gehört. Es müsste eigentlich, wenn die das, je nachdem, wie lange die das noch machen, irgendwann müsste es mal passieren, wie damals bei Grand Hotel 1932, dass nur ein Film nur Best Picture gewinnt, nichts anderes. Weil eben dieser Best Picture Preis anders vergeben wird als alle anderen Preise. Und Irishman wäre quasi ein super Beispiel dafür. Ja, also wenn wirklich die anderen Filme sich gegenseitig wegstechen und nach dem Motto, alle Leute, die 1917 auf Platz 1 gewählt haben, haben Parasite auf Platz 9 gewählt und Parasite genau umgedreht, ja, und dadurch sammelt ja nicht genug zweiten, Drittstimmen hin und her und dann kriegt aber Irishman, kriegt dann nach und nach den vollen Stapel, aber hat Irishman gewonnen. Ja, ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich passiert, aber wenn das passiert, dann wisst ihr warum. Nämlich genau deswegen. Ja, wie gesagt, guter Film. 8,5 von 10 Punkten würde ich ihm geben. Das ist ja schon ganz ordentlich. Ja. Also ich würde sogar sagen, sehr guter Film, ja. Aber bitte nicht auszeichnen. Vielen Dank.